Moin Moin und herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht das wieder über U96. Ja, ihr seht das hinten schon ein bisschen im Hintergrund. Einmal das alte Hachette-Modell, was hier im Hintergrund ist. Und einmal das neue Multifunktionsmodell. Ja, und darum geht das. Wir haben heute die Ausgaben 64 bis 66. Und es freut mich, dass ich die euch vorstellen darf, wie ich sie zusammenbaue oder zusammenschraube. Na, ich glaube, Schrauben brauche ich heute nicht viel. Ich habe nämlich schon ein bisschen eingeluschert oder rübergeluschert über die ganzen Bauanleitungen. Es dreht sich um den Dieselraum. Das heißt also hier dieser hintere Raum dort. Und ich habe dort ein bisschen so die Farbgebung damals von Hachette so ein bisschen übernommen auf diese neue Variante. Aber das zeige ich euch in den kleinen Videos, die ich dann zusammengefügt habe. Wie gesagt, ich mache das ja bei den Partworks jetzt immer so, dass ich die vier Ausgaben, die ich in den Abo bekomme, dass ich die in ein Stück zeige und zwischendurch schreibe ich dann immer, welche Ausgabe das gerade ist. Und danach könnt ihr euch dann richten und dann irgendwie vor- oder weiterspulen, wenn euch eine Ausgabe irgendwie nicht interessiert oder ihr eine Ausgabe ganz explizit nochmal angucken müsst. Jo, in diesem Sinne, rauf auf den Basteltisch und dann geht das los mit U96. Bis gleich! Wir sind jetzt beim U-Boot und zwar Ausgabe Nummer 64. Habe ich mir auch schon ausgepackt alles und ich habe mir hier die Stücke schon mal zurechtgelegt, wie das so alles funktioniert. Und da muss ich mal gucken. 64, 3, das sind die drei gleichen. Ich habe das verkehrte genommen, das ist ja dieses hier. Ich habe sie mir schon mal alle vorher ausgeschnitten. Und damit das dann etwas fixer geht. Also dieses Stück habe ich mal geguckt, bei dem ersten Hachette-Modell, bei dem Holzmodell, wird diese ganze Stütze ganz dunkelgrau gestrichen. So wie der untere Teil des Schiffes. Und das werde ich auch machen. Und darum stecke ich das einfach nur zusammen. Und das hält nämlich auch so schon ganz schön. Und dann werde ich das ganz einfach nur lackieren mit dunkelgrauer Farbe und dann sieht das auch schon wesentlich schöner aus. Auch der Motor, der gefällt mir auch nicht so gut, aber wie gesagt, das ist jedem seins überlassen. Ich werde es auf jeden Fall erstmal so bauen, wie Hachette das gerne möchte und dann werde ich meine Modifizierung selbst einbringen. So, jetzt habe ich dieses eine Plastikteil schon fertig gemacht. Und jetzt kommt die nächsten drei dran. Die kommen nämlich dann hier überall rein. Nur der letzte Schlitz, der bleibt frei. So. Und dann werde ich mal gucken, wie es weitergeht. So, jetzt geht das weiter. Jetzt habe ich hier schon mal das Tönnchen zusammengesetzt. Und zwar ist das das Teil 64,7 und 64,7,3. Und ich habe hier unten die Stütze angebracht. Das ist aus dem Spritzling 64, Teil 7,2. So, und das kommt hier an diese Sache ran. Und zwar wird das so rumgehalten. Und dann kommt die dort in die beiden Schlitze rein. Und da muss ich aber ein bisschen Sekundenkleber für nehmen. Und so ein bisschen rankleben. Und dann kommt er hier hochkant ran. So. Dieses Teil habe ich auch schon eingesetzt. Das war aus den Spritzling von den Spanten hier auf dieser Seite, die waren über. So, so haben wir das jetzt auch fertig. Und jetzt wird der so rum hingelegt. Und ich habe ja hier jetzt dieses Teil so liegen.
und dann wird das so rum reingesetzt, dass das hier in diese Lücken alle reingehen. Das sollte eigentlich kein Thema sein. Ich habe das schon mit dem anderen Teil gehabt. Das passte recht gut. Und die haben auch nicht großartig, brauchten die Kleber. Man kann jetzt das unterste, diese Lasche ein bisschen wegbiegen. Und dann kann man die Stück für Stück in den Schlitz einführen. So, da wird das jetzt ein bisschen enger. So, jetzt kommt das da. Und der kommt da oben drauf und der letzte kommt dann auch noch mal rein. So. Und jetzt muss man das irgendwie runterdrücken, dass das sich auch alles schön verbindet. Ja, aber tiefer kriege ich das gar nicht runter. Also eine gehen bis auf den Grund runter, obwohl ich die restlichen Teile abgefeilt habe. Einige gehen bis auf den Boden runter und einige nicht. Ja, so. Auf jeden Fall ist das jetzt soweit alles fest. Na, also da ist nichts locker. So, jetzt blätter ich einmal ganz kurz um. Und jetzt lege ich mir das, ja, wie soll ich das jetzt hinlegen? So lege ich mir es jetzt, glaube ich, hin. Genau. So, und jetzt kommt dieses eine Teil, was ich hier aus dem Spritzling über habe. Das kommt dann, der Topf ist wieder nach oben. Ah ja, so. Und dann kommt das hier ran. Und zwar hier an den Schlitz kommt das rein. Ich will mal gucken, ob das andersrum genauso ist. Das ist nämlich oval. Ja, das ist egal, wie rum man das hat, links oder rechts rum. Das passt immer. So, das kommt jetzt also hier an dieses, in diesen Schlitz dort rein. So, dann einmal ganz kurz festhalten. So, ich hole mir mal in ganz kurz eine Klammer, damit ich dieses ganze Graffel mal ein bisschen waagerecht halte. Na, ganz so will sie nicht, wie ich das will. So, man kann so eine Klammer so leicht schräg anklemmen und dann liegt dieses Teil nämlich schön gerade auf und dann können die Teile richtig schön trocknen. So, jetzt haben wir hier diese vier Teile noch über und das sind die Teile, da kommt jetzt das zweite und zwar kommt das hoch, kriege ich gar nicht hoch, so, und zwar seht ihr, hier ist ein großer eckiger Kasten und hier ist so ein, ja, so ein komisch geformtes Ding, fast dreieckig, das kommt nach oben und das kommt hier an die Seite, dort einmal. Und hier werde ich drei Stück davon ranbringen. So, da ist es ihm halt nicht egal. Und da muss ich auch so ein bisschen hier die Seite abfeilen, weil sonst kriege ich das nicht dicht genug ran. Und auf der Seite ist das alles blanko. So, und hier ein bisschen Sekundenkleber ran. Und hinein damit. So. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Da ist auch noch ein bisschen. Da müssen wir mal gucken, wo hier die Pfeile gerade ist. So. Ein bisschen alles abschrubbeln. Und in diesem Falle macht das ja nichts, dass es blank wird, weil ich werde das zum Schluss noch einmal lackieren. Das Ergebnis werde ich euch dann natürlich auch zeigen. So, jetzt kommen die letzten drei. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Die kommen jetzt hier hinten ans Ende ran.
Und da ist es aber genauso. Warum passt das nicht? Doch, passt. Und zwar, dass dieses dreieckige Ding nach oben kommt und der quadratische Kasten kommt nach unten. So. So. Und jetzt machen wir den letzten. Den machen wir daran. So. Und der kommt hier ran. Ja, ihr seht, der eine hat sich jetzt ein bisschen verabschiedet. Weiß ich auch nicht warum. Dem werde ich gleich mal ein bisschen auf den Grund gehen. So. So, jetzt ist er wieder gerade. So, und jetzt kommt nämlich dieses Teil. Also ich gehe erstmal davon aus, da sind drei Schlitze, hier ist ein doppelter Schlitz und hier ist ein einzelner Schlitz, dass das so daran kommt. Einmal gucken, ob das alles so richtig ist. Jo. Und jetzt muss ich nur noch mal schauen, auf welche Seite. Ja. Also hier ist so eine Rille, wo viele kleine Beulen, also kleine Augen drin sind. Die kommt nach unten. Es kommt also, das Gerüst kommt so rauf auf die ganz glatte Seite. So, und hier sind zwei Nuten. Habe ich hier irgendwo was zum Abfeilen? Hier an der Seite ist ein bisschen was. So. Und jetzt kommt wieder der Moment. Jetzt muss ich dies hier alles einmal ganz kurz einleimen. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann passt das auch von Abstand her alles ganz prima rein. War das hier? Fliege? So. Irgend so eine lebensmüdige Fliege ist hier rum. So. Ah! Nicht zu fassen, doch. Kriegst nicht das los. Aber egal. Konzentration. So, Fliege ist unwichtig. Jetzt werden diese Stücke, ups, zusammengeklebt. Ja, genau. Da habe ich jetzt einmal Murks gemacht. Einmal ganz kurz abwischen. Na, das ist, wenn Fliege kommt. Also immer schön drauf aufpassen. Ich habe es einmal verkehrt rum gehalten. So, hier einmal zusammen. Und jetzt muss ich die drei dort zusammenkriegen. Da kann man ein bisschen mit der Pinzette nachhelfen. So einmal rein, da einmal und da einmal. Also ganz so schön funktioniert das nicht. Ja, ist so ein bisschen, ah ja, jetzt hat er geknackt. Ja, jetzt kommt das auch durch. So, jetzt kann man das vielleicht hier noch einmal so die Stange durchhalten und einmal raufdrücken. Ja, jetzt ist das schön verbunden. So, dann ist jetzt die unterste Struktur, da wo die Motoren nachher raufkommen, das ist fertig. Ja, wie gesagt, ich werde das ganze Teil dunkel lackieren. Aber das, wie gesagt, ist nicht in der Bauanleitung enthalten. Das ist mein eigenes Ding. So, jetzt geht das weiter, dass wir uns die, das Segment ranführen. Und zwar, wo wir die letzten Kabinen und so weiter gemacht haben. Da kommt noch eine Stange rein. Aber das werde ich euch gleich zeigen. So, jetzt haben wir einmal den Funktionstest. Jetzt werde ich mal ganz schnell
den Stecker reinstecken. Mal gucken, ob das auch so schnell geht. So. So, jetzt geht das einmal nach links und einmal nach rechts. Das funktioniert also. Und jetzt muss ich den einmal wechseln. Und jetzt kommt nämlich dieses Kabel hier mit M4. M4, genau. Das soll der sein für rauf und runter. So, das macht er also auch. Einwandfrei, wunderbar. So, Funktionstest ist jetzt also bestanden. Und damit ist die Ausgabe 64 erledigt. Jetzt in Ausgabe 65 beginnen wir mit dem Dieselmaschinenraum. Und zwar als erstes werden wir einen Motor zusammenbauen. Das sind eben halt die Teile dafür. Und ihr braucht da so einen kleinen Plastikknipser. Ja, und eventuell so eine Pinzetten und ein bisschen Sekundenkleber oder Plastikkleber. So, dann wollen wir auch gleich mal loslegen. Ich glaube, ich hoffe, das wird eine schnelle Nummer. Mal gucken, ob da noch ein bisschen mehr drauf kommt. So, als erstes brauche ich diese beiden Teile. Wen es das interessiert, das ist die 6510 und die 6508. Die wird so zusammengesetzt. Hier ist Löchlein, da ist ein Stift. Und so wird das dann zusammengeführt. Auch den Motor, den werde ich ein bisschen altern. Wenn ich das hinbekomme, dann werde ich nachher noch ein Bildchen dazu schmeißen, wie ich den alten Motor oder den Erstmotor sozusagen gealtert habe. Ja, die Motoren waren, so viel ich weiß, hell, aber sie hatten alle unterschiedliche Farben. So. Ups, einmal so ein bisschen zusammen. Ja, und dann kann man das irgendwie, das Überschüssige gleich so ein bisschen abwischen. Das könnt ihr mit einem Tuch, das kann aber auch mit einem Stück Papier sein oder so, damit das dann nicht so rum ist. Und dann gibt es hier diese, ups, sag mal, was ist denn heute los? Kein Gefühl in den Finger. So, diese runde Scheibe, die hat einmal hier so ein paar Noppen dran und auf der anderen Seite hat sie den Schlitz. Und da haben wir auch den Schlitz und das wird so zusammengefügt. Ja, das wird wahrscheinlich eine große Turbine und so weiter. Ich habe ihn gerade gesehen, da hast du eine kleine Unebenheit. Die werde ich dann mal eben ganz kurz ein bisschen wegschleifen, damit das auch schön plan dran liegt. So. Und jetzt mache ich auch nur hier ein bisschen Sekundenkleber ran an den Stift und dann einmal hier sind so zwei kleine Stützen, die etwas weiter vorscheinen und dann werde ich das hier zusammenfügen. Ja, jetzt passt das auch schön zusammen und wenn man möchte, kann man das dann noch mal zusätzlich mit Klammern sichern. So, und dann kann das in aller Ruhe trocknen. So, als nächstes kommt jetzt dieses Teil aus Ausgabe 64, was ich ja ganz gerne dunkelgrau streichen wollte. So, ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie das zusammengesetzt wird. Und vielleicht kann ich den Motor ja irgendwie dann extra machen. Und ich werde die nächsten Tage nämlich noch mal zu meinem Lackierer fahren, meines Vertrauens, also mein Baumarkt. Und dort werde ich mir eine Dose, diesen dunkles Spray holen. Das habe ich leider nicht mehr. Also, es kommt dieses Teil dort dran. Und zwar, ich habe den so liegen und der kommt hier in diese Aufnahme an. Und zwar hier diese drei Punkte, die kommen hier ran. Ich will jetzt mal gucken, ob das auch so passt. Ja, so passt das auch. Also wie gesagt, ich nehme das nachher wieder auseinander, damit ich den nochmal lackieren kann. So, das haben wir jetzt soweit gemacht. Jetzt würde dieses runde Teil kommen, was wir hier zusammengebaut haben.
Das wird hier an den Seiten, muss ich das noch mal ein bisschen anschleifen, damit das auch richtig schön ist. So, und da haben wir hier einen Stift und sozusagen einen Haken. Also, ja, wie soll ich sagen, so ein T-Träger ist das, der darauf gelangt ist. Der wird dann hier so raufgeführt. So. Genau. So, das haben wir da. Und jetzt kommt dieses Teil, und zwar hier diese beiden großen. Die kommen dann hier an dieses große Teil. Und diese Nut, die hier ist, die wird dort auf die Schiene raufgedrückt. So. Das geht auch alles hier so schön gut vonstatten. So, wollen wir mal schauen. Ja, das sieht alles gut aus. So, jetzt habe ich das Unterteil, weil ich das jetzt nicht zusammengesteckt habe, habe ich jetzt extra. Ja, das hatte ich ja nur zusammengesteckt und nicht verklebt. Das habe ich deswegen gemacht wegen dem Leim. Aber man kann den Motor so weiter zusammenbauen. Also wie gesagt, ich werde ihn ja nicht verleimen. Das kommt hier so rauf und die Welle kommt hier so rauf. So würde das Teil dann raufkommen hier auf diese Töpfe rauf. Ich werde euch das natürlich alles nachreichen, wenn ich das untere Teil lackiert habe. So, dann haben wir das. Jetzt kommt dieses Teil, dieses obere Teil. Das kommt jetzt hier rauf. Und zwar eigentlich ist es identisch wie das andere Teil hier oben. Das wird hier einfach so raufgesetzt und dann sieht die ganze Apparatur so aus. Ne? So, jetzt haben wir hier einmal dieses kleine Stück. Das kommt hier an diese Seite ran. Das geht ja richtig flott vonstatten. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich den irgendwie mal so ein bisschen hoch kann stehen lassen kann, dass er mir nicht umfällt. So, jetzt haben wir diese beiden Teile, die werden zusammengefügt. Ne, da sind wieder die kleinen Knupsis dran, die ins Löchlein rein müssen. So, und das gleiche hier dann auch. Die beiden Löcher gehören dann nach oben und dann wird das Teil so aussehen. So, jetzt kann man das hier nochmal schön absetzen und abwischen. An der Seite auch nochmal. Und auch dieses Teil werde ich dann nochmal ein bisschen anschleifen, dass das auch schön gerade ist. Und auch den Motor werde ich nochmal nachlackieren. Denn ich finde nichts schlimmer, als wie wenn man so Nähte da drauf hat. So, jetzt habe ich alle Nähte runtergeschliffen. Ja, das sieht ganz gut aus. Und jetzt kommt dieses Teil. Da kommt der Schlitz hier auf das obere rauf und zwar hier mit der, dass die Kante nach unten, dieses gefächerte, das muss nach oben zeigen. So, so sieht das denn nachher aus. Das kann ich aber auch schon mal festmachen. So, kommt ein bisschen was rein und schnipsiwups einmal zumachen. Wie gesagt, auch wenn jemand hier möchte, kann er das nochmal mit einer Klammer festmachen, aber ist eigentlich nicht zwingend notwendig. So, dieses Teil kommt jetzt hier oben rein. Ich will mal gucken, ob das sich so reinsetzen lässt. Jo, das passt. So, und jetzt haben wir hier diese kleinen Teile, wovon ich nur drei brauche und ein Teil, wenn ich das so richtig bleibt, wird später gebraucht.
Ja, das ist ja meistens immer so. Und zwar brauchen wir, da will ich mal ganz kurz gucken, woran das geht. Nicht, dass ich das nachher beim Auseinandernehmen brauche. Nö, das können wir nehmen. Also, ich brauche einmal dieses kleine Teil mit dem Loch dort drinne. Dann brauche ich einmal dieses halbrunde Teil. Dieses hier. Und ich brauche dieses, ich sag jetzt mal Stäbchen einfach dazu, wo ein Teil so ein bisschen länger ist. So, und dieses Teil, das andere Teil, das bleibt bitte im Rahmen drinne. Das packe ich beiseite. Ich nehme mal an, dass es in der nächsten Ausgabe dann verbaut wird. So, jetzt wollen wir ihn ganz kurz gucken, wo das alles rankommt. Und zwar kommt das, jetzt nehme ich den mal ganz kurz hier runter. Da kommt dieses Teil hier. Das kommt hier in die Nut rein. So, so, da in die Nut rein, dort rein. Das können wir auch mal ganz kurz machen. So. So, mein ganz. Und zwar so, dass das Loch nach unten zeigt. Dieses hier, das muss nach unten, nicht, dass ihr es aus Versehen nach oben packt. So, dieser Stab hier, dieses Teil hier, das hat da vorne so einen Punkt. Der Punkt muss in eure Richtung zeigen und dieses Teil kommt dort oben drauf. Na, da können wir mal wieder eine Pinzette nehmen. So, auch wenn es nicht zusammengebaut ist, das Teil, das kann ich trotzdem schon reinsetzen. Wenn es dann passen würde, ja, es passt. So, wie gesagt, hier der Punkt, so den, der muss euch angucken. Also nicht auszusehen, verkehrt rum am Rahmen. So, dann habe ich jetzt noch dieses halbrunde Stück. Das kommt hier vorne rauf. Und da will ich mal gucken, wie das rankommt. Das kommt so ran. Und da will ich mal sehen, das werde ich dann auf dieser Hälfte festmachen. So. Und dann haben wir den Motor soweit fertig. Wie gesagt, ich werde ihn noch ein bisschen anders modifizieren und dieses eine Teil, das bleibt jetzt über. Genau, so haben wir das. Ne? Dieses Teil, das bleibt dann über. Und das werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Ausgaben verbauen. So, damit haben wir Ausgabe 65 auch schon erledigt. So, ich habe jetzt die Ausgabe 66 hier auf dem Tisch liegen. Und wie ihr jetzt seht, habe ich das Untergestell lackiert in einen dunklen Grau. Hier seht ihr den Unterschied, so ungefähr waren ja die Farben gleich. Und ja, den Motor werde ich hier noch etwas später machen. So, den lege ich erstmal beiseite. So, jetzt geht es hier mit diesen ganzen Teilen los. Und wir brauchen auch das kleine Teil aus der Ausgabe 65, was wir da überbehalten haben. So, als nächstes nehmen wir jetzt dieses Teil, wo dieses zwei silbernen Streifen drauf sind. Wenn das jemand wissen möchte, das wäre dann die 66,6.
Und da kommt hier dieses Teil mit diesen ganzen roten Strichen, die 668, kommt hin daran und die wird hier so raufgesetzt. Da ist so ein Schlitz und das wird so angesetzt. Also mit dieser Hohlkammer daran. So. Und schwuppdiwupp da einfach rauf. So. Und dieses kleine Teil, wie gesagt, aus der Ausgabe 65, das kommt hier in den Schlitz rein. So, und so sehen diese beiden Teile jetzt aus. Oder drei Teile. So, da ist ein kleiner Fussel dran. Ein Plastikfussel. Mal den ganz kurz gucken. Dass sie den mal wegkriegen. So. Dann kommt jetzt brauche ich diese Handräder. Jetzt muss ich das auf den Kopf legen. Und jetzt kommt dieses silberne Teil. Eine Kurbelwelle ist das wahrscheinlich, ne? Anlasshebel. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Jetzt muss ich mal schauen, wie das Ding da reinkommt. Ich habe das ja nun so auf dem Kopf. Gut. Soll der nach unten? Ja. Also, jetzt habe ich hier ist so eine Halbrundung drin und diese Halbrundung ist auch hier im Plastikteil drin. Und dann kommt dort ein Tropfen Sekundenkleber rauf. Und dann wird dieses Teil so eingeführt und festgemacht, dass es so leicht schräg nach unten ist. So. Und dort kommt ein Rad drauf. Da muss ich mal ganz kurz reingucken. Ich habe natürlich jetzt blöderweise, also das kleinere ist dieses C und das C kommt hier ran. Und zwar an dieses Teil dort. Das brauche ich euch ja wohl nicht weiter zu erklären, wie das funktioniert. So. Und damit haben wir diese Sache auch schon erledigt. So, ich hatte ja beim letzten Mal... Hoppla! Huiuiui! Da kam aber schnell der Edding um die Ecke geschossen. Ha! Wieder hängengebleibt. So, ich habe euch ja schon mal gezeigt, es sind ja immer diese hässlichen weißen Punkte von den Abschneiden. Entweder macht es so hin, dass man das nicht so sehr sieht. Oder man kann auch so einen Edding nehmen. Und dann macht man das einfach darüber. Und dann sieht man das überhaupt nicht mehr. So. Aber jetzt weiter im Text. Jetzt kommt dieses Teil hier auf den Motor rauf. Und zwar auf der anderen Seite, wo wir die anderen Sachen aufgepackt haben. So, da vorne ist der Schlitz und hier ist die Nut die Aufnahme. Und da machen wir, wie gesagt, ein bisschen Sekundenkleber ran. Und dann kommt der Teil da so rauf. So. Bisschen ausrichten und dann sollte das so okay sein. Ja.
So, jetzt kommt das große Handrad. Kommt jetzt hier an diesen Punkt ran, den wir in der vorigen Ausgabe rangebastelt haben, an den dieses kleine Teil. So, das ist hier auch recht einfach. Ihr könnt übrigens immer, wenn ihr diese weißen Punkte habt und keinen Eddingzahn habt, dann macht ihr einfach die Teile mit dem Punkt so hin, dass man diesen kleinen weißen Punkt eben halt nicht mehr sieht auf der ganzen Skala da. Das ist dann auch noch eine Möglichkeit. Also ihn so wegdrehen, dass man den dann nicht mehr sieht. Entweder nach unten, nicht gerade nach oben oder irgendwie so. Das wäre jetzt auch noch eine Anregung. So, das geht ja richtig flott. Jetzt haben wir dieses tolle Teil, und zwar die 66.3. Nehmen wir uns jetzt zur Hand. Und da kommt jetzt dieses Röhrchen ran. Und zwar das Röhrchen, das soll hier nach oben kommen. Und wie rum halten wir das? Das ist ja jetzt so eine Sache. Genau. Wir halten das mit diesen ganzen Auslässen hier nach oben und hier in die unterste Reihe. Da kommt das hin. Ich will mal ganz kurz schauen. Das sind ja drei Zuleitungen und so kommt das wieder ran. Gut. Das habe ich jetzt verstanden. Und dann werde ich dort jetzt ein bisschen Sekundenkleber ran machen. So. Hier einmal, da einmal. Und dort. Jo, jetzt sieht das Teil so aus mit dem Röhrchen. So, jetzt kommen diese ganzen kleinen Hähne, diese schwarz-roten, 6 Stück an der Zahl. Jetzt habt ihr hier so das Rohr und jetzt dreht ihr es um und da seht ihr hier 6 solche kleinen Noppen, wo ihr oder so angedeutet Löcher, und da kommen diese Hähne rein, und zwar mit dem roten Teil nach vorne. Ich zeige euch das mal so ein bisschen von der Seite, also dass die roten Kappen nach vorne sind, also senkrecht rein und dann direkt da vorne hin. So, jetzt werde ich mal gucken, wie ich das am besten mache. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Sekundenkleber da rein gemacht. Und dann wird es hier so. Eingeführt. Ja, Sekundenkleber muss auch mal ein bisschen überredet werden, dass er auch in der Sekunde klebt. So. Jo, jetzt zerfedert. So, jetzt wollen wir mal ganz schnell die anderen ranmachen. Obwohl das so mit schnell auch immer so eine Sache ist. Soll ja auch ordentlich werden. Und wir haben eben gerade gesehen, das ist ja so ein bisschen fummelig. Also die passen da sehr gut rein, aber ja, der geht ja schon ein bisschen fixer. So. Wichtig ist, das rote Teil soll in Richtung dem Rohr zeigen. So. Also das farbliche Modifizieren, das sage ich noch, das steht nicht in einer Bauanleitung oder sonst irgendwo. Das ist ganz jedem selbst überlassen, ob er das machen möchte oder nicht. So.
die haben sich farblich schon sehr viel Mühe gegeben, dass das alles so richtig schön aussieht. Vor allen Dingen auch mal so ein bisschen von hinten und von oben gucken, ob dieser Hahn auch da richtig gerade ist. Haben nämlich leicht die Neigung irgendwie oder das Bedürfnis, sich zur Seite zu legen. So, jetzt mucken wir den letzten da noch mal ran. Ja, immer zur Seite rum. Ist ja nicht zu fassen. So. Jetzt haben wir das auch schon erledigt und jetzt sieht das Bauteil so aus. So, ich blättere jetzt mal ganz kurz um. So, jetzt kommt wieder der Motor ins Spiel. Wir stellen uns den Motor so vor uns, dass wir die beiden Räder, das große Rennrad vorne zu sich und das seitliche Rad auf der rechten Seite ist. Und jetzt kommen die hier oben drauf. Da so kommt das Teil hin, na, auf diese beiden Sachen drauf. Und hier in das Löchlein dort vorne, da kommt hier das Röhrchen hin. So, dann können wir also hier so ein bisschen Sekundenkleber an der Seite machen. Das muss auch, da darf, braucht auch nicht so viel Kleber ran, weil das hält so ziemlich auch von alleine und es hat ja auch keine tragende Last und es wird nachher ja auch nicht mehr bewegt. Also von daher nicht zu viel Sekundenkleber raufgeben. So, und dieses Röhrchen kommt da oben rein, habe ich gesagt. Genau. So, jetzt noch mal vorsichtig hier oben rauf drücken. Nicht, dass man abrutscht und die Hähne da kaputt macht. Also es wäre natürlich schon toll gewesen, wenn die, dass man jetzt sozusagen den Motor komplett, sag ich mal, alleine erstmal fertig macht und den dann einfach so von oben auf diese Struktur hier unten raufsetzt. Da hätte man vielleicht solche halbrunden Öffnungen machen können, aber naja, das wäre ja auch nur so eine jetzige Anregung und das ist ja jetzt schon zu spät. So, jetzt haben wir hier diese Röhrchen hier. Die kommen jetzt, jetzt muss ich mal selber ganz kurz gucken. Ah, jetzt muss ich mir den Vogel wieder umdrehen. Genau, da habe ich jetzt hier an dieser Beulung, da habe ich die 6 Schlitze. So, ich will mir mal in ganz kurz eine Klammer nehmen. Das geht mir nämlich auf den Pinsel, dass es morgen geht. Umfällt, denn steht das jetzt auch wieder. Und das ist genau das gleiche mit dem Ventilen. Da jetzt einmal vorsichtig die Röhrchen ran. Und zwar die Röhrchen zum Motor hin geneigt. Ne? Hier habt ihr ja so die Neigung und diese Neigung muss zum Motor hin. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so alles funktioniert hier. Ja, das funktioniert. Ja, das ist nämlich ein rundes Teil und gerade bei solchen Pinzetten ist es leicht einmal, dann macht es einmal Bitsch und dann kann es sein, dass es
ab ist. Aber in diesem Falle funktioniert das einwandfrei. So, ich habe jetzt auch oben ein bisschen Sekundenkleber ran gemacht. Müsst ihr nicht unbedingt machen, weil wenn der Sekundenkleber nachher unten fest ist, dann hält das Teil auch. Ich habe das nur sicherheitshalber gemacht. Frei nach dem Motto, doppelt hält besser. So. Und immer schön darauf aufpassen, dass diese Röhrchen dann auch gerade sind. Und da muss man bei Sekundenkleber immer gleich reagieren. Sonst, wenn man ganz normalen Plastikkleber nimmt, der eine längere Trockenzeit bedarf, dann kann man das ja nochmal so ein bisschen korrigieren. Es gibt natürlich auch schon Sekundenkleber im Plastikbereich. Da hatte ich ja zu Anfang auch einen, aber durch meine ganzen Projekte ist der jetzt alle. Und ich war einfach zu faul, mal welchen zur Nacht zu kaufen. Aber mit normalen Sekundenkleber geht das auch. So, jetzt haben wir das letzte Röhrchen, Entschuldigung. So, und das kommt daran. Jo. Und so sieht das Teil jetzt mit diesen Abgasrohren aus. Und jetzt kommt noch dieses letzte Teil ran. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Das ist 65.1. Das ist dann sozusagen die Abdeckung, die kommt hier hin. Da will ich mal ganz kurz schauen. Die kommt hier so rauf. No. Und das werden wir dann auch mal ganz kurz machen. Aber vorher werde ich das noch mal ganz kurz anfeilen. Dann nämlich, dass da ein bisschen Unebenheit ist. Und wir wollen ja, dass es hundertprozentig sitzt. So, also kann man nicht verkehrt rum ankleben. Anders passt das nicht. So, das geht jetzt hier ran und dann sitzt das. So, einmal Klammer weg. Und dann ist das der jetzige Bauzustand des Motors in Ausgabe 66. So, jetzt kann die Klammer auch wieder ran. So, jetzt geht das weiter mit Ausgabe 67 und ja, mit den ganzen Schlüsseln muss ich noch ein bisschen warten, weil ich habe hier die Federn und die Blattfedern und auch hier um die Bügel habe ich silbergrau gemalt und ebenfalls auch hier die hängenden und deswegen kann ich die jetzt in den ersten Step noch nicht verbauen, aber ich verbaue die anderen Teile, die ich hier liegen habe. Das geht ja dann auch schon. So, als erstes fangen wir damit an, diese beiden Teile zusammenzufügen. Ja, das ist wieder nach alter Methode. Ich mache hier einfach in der Mitte, da wo es hingehört, mache ich auf die kleinen Nippels ein bisschen Sekundenkleber und hier am Ende. Und dann kommt das hier so einfach oben drüber. So. So ein bisschen zusammendrücken und wer möchte, der kann sich diese Drückzeit auch ein bisschen
überprüfen in de, oder ja. So. Jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein. Ist eben halt so, wenn man ein bisschen älter ist. So, auf jeden Fall klammern, damit das dann zwischendurch hält. Und dann kann man in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen was anderes machen. So, ich nehme jetzt mal den Motor wieder vorne vor. Und zwar hier vorne vor Kopf. Da ist ja noch so ein Löchlein. Da kommt diese Abdeckung hin. Ich will mal gucken, wie die ungefähr hinkommt. Die kommt ja hier so da drunter. Ja, sitzt ein bisschen stramm, aber naja, das ist ja auch eine gute Sache, wenn es stramm sitzt. Ne? So, wieder, wie gesagt, ein bisschen Sekundenkleber. Und dann kommt das hier ran. Ups. Na, man kann die jetzt nicht mehr so toll anfassen. Außer war. Schnell mal eben die Klammer nehmen, sonst klebt das hier wieder fest. So. Eben beim Legen hat das gut geklebt. Ah ja. So, jetzt klappt das mit den Nachbarn. So, da habe ich das Teil dran. Ja, also ich freue mich ja jetzt schon mal, dass ich die ganzen Stöße noch nicht dran habe. So kann ich das Modell oder den Motor jetzt noch ein bisschen anfassen. Und ja, so ist das. Während dieses große Teil einmal trocknet, werde ich mich jetzt darum kümmern, diese kleinen Teile noch mal anzubringen. Und dieses Teil kann ich erst anbringen, wenn die Stößel dran sind. Dann habe ich die seitliche Plattform schon angebracht. Und jetzt kommt dieses Teil, und zwar diese Stütze, die kommt jetzt da, wo das Rad ist, das kommt jetzt da oben drauf. Muss ich jetzt echt mal gucken, wie rum die gehört. Das sieht man nämlich so, doch sieht man. Hier ist so ein kleiner Nippel dran, so ein eckiger, und da ist das Loch dafür. Dann kann ich auch wieder eine Pinzette dafür nehmen. Ja, hier oben war so ein, der Grat zum Ab, das habe ich abgefeilt. Jetzt ist es ein bisschen hellgrau geworden. Aber wie gesagt, ich modelliere den Motor ja auch noch ein bisschen in anderen Farben oder in der anderen Farbe. Und das stört dann jetzt erstmal nicht so. So, jetzt kommt dieses Teil da ran und da rein. Daran und da rein. Das liegt nicht ganz auf. Seid ihr also ein bisschen vorsichtig. Das hängt also so ein bisschen frei in der Luft. Ich zeige euch das jetzt auch gleich nochmal. So, ne? Das geht aus der Bauanleitung nicht direkt hervor. Hoi. Hatschi. So, einmal ein bisschen Luft ablassen. So. Und da kommt dann auch dieser kleine, ja, ich sage jetzt mal, wie so ein Wasserhahn, haben die da irgendwie das, nein, da haben sie einfach Bauteil geschrieben. So, Mensch, was denn los hier? Wie heißt das? Dreimal ist Bremer recht oder sowas ähnliches, ne? Ja, ja, das ist die Frühlingsstoffe, die machen sich bei meiner Nase bemerkbar. Das kann denn schon mal passieren. So, und dieses Teilchen kommt jetzt hier da drunter. Jetzt sehe ich gar nicht. Ah, das kommt da rein. Zicke, zacke. Und aufpassen mit den Knupsis nach oben. Ich zeige euch das auch gleich nochmal, wenn das hier ein bisschen festgezogen ist. So, so kommt das Teil ran. Ne, dieses kleine Teil dort oben mit den, ja, Wasserhähnen oder sowas oder was auch immer oder Stellschrauben nach oben. So, jetzt habe ich hier noch so ein Plättchen. Das kommt sicherlich auf dieser Seite.
Nanü? Na gut, also dieses Plättchen, dieses hier, da kommt hier auf den Hahn rauf. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der ist schräg. Das muss so rauf. Das werde ich dann auch mal tun. Man kann da jetzt reinhalten. Das kommt dann sozusagen quer rauf. So. So, jetzt ist das dicke Röhrchen wahrscheinlich auch fertig geworden. In der Zwischenzeit habe ich hier dieses Röhrchen angebracht, was ich euch vorhin gezeigt hatte. Na, das wird da so an der Seite angesetzt. So, wie gesagt, das Bauteil kann ich erst machen, wenn die Stößel dran sind. Und hier ist ja jetzt sozusagen, ich glaube, das ist das Abgasrohr. Abgassammelleitung. Jetzt will ich mal gucken, wo die hinkommt. Die kommt auf diese Seite hier in die dickeren Löcher rein. Und zwar so, dass das Rad hier auf der linken Seite ist, was oben ist, und das hier unten ist auf der rechten. Und die kommen hier rauf und der liegt dann so ein bisschen abgewinkelt nach unten fest. So, so soll das hinkommen. Und das hat mich bei den, wahrscheinlich wird der Motor wieder so vorne eingesetzt und man sieht nur diese Seite. Und ich fand das echt schade, dass man hier hinten, jetzt die ganzen, kommen die ganzen Hydrostöße ran und so weiter, und dass man die überhaupt nicht sieht. Das ist bei dem Hachette-Modell, bei dem Urmodell genauso. Und ja, das finde ich eigentlich schade. Da hätte man irgendwie, ja, selbst wenn man den anderen, die andere Seite gezeigt hätte, das ist ja sozusagen, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen gucken, das ist ja der Steuerbordmotor. Und auch in den anderen Modell, von den Urmodell, sind auch zwei Motoren verbaut. Und trotzdem, die sind dann sozusagen bildnerisch gleich dargestellt. Also ist es egal, welche Seite man geöffnet hätte. Man hätte immer einen Blick auf dieses Abgasrohr und man sieht gar nicht die schönen feinen Stößel, die da alle so toll drin sind. Aber naja, das soll es ja auch erstmal nicht sein. Da kann Hachette ja nichts für. Das ist ihm halt so. Und wir kleben jetzt den Abgassammelleitung. Beim Auto haben wir ja 4 in 1. So, und hier sind das 6 in 1. So. Der kommt jetzt hier ran. So, ihr müsst jetzt so ein bisschen aufpassen, wenn ihr den anklebt. Da muss so ein bisschen leicht, der liegt nicht ganz auf dieser, ich sag mal, auf dieser dicken Backe auf. Da, ihr müsst ihr so ein bisschen festhalten, weil er liegt so ein bisschen frei in der Luft. Also hier gehen die Knupsis auch nicht ganz rein. So, aber jetzt liegt das schon so. So, jetzt zeige ich euch das mal. So sieht das jetzt aus. Ne? Ja, wie gesagt, die Stößel, die werde ich jetzt etwas später machen. Oh, die sind schon trocken. Mensch, das ging ja fix. Na gut, dann wollen wir die ja verarbeiten. So, es gibt jetzt einmal drei solche Spritzlinge mit den Hydrostößel, und zwar zwei baugleiche und einer, der anders aussieht. Na, einer ist mal anders wie die anderen beiden, und das sind die 6 Stück. So, und ich drehe mir jetzt den Vogel so hin, dass ich hier diese Hähne zu mir habe und werde jetzt die Hydrostößel abknipsen. Wie gesagt, da habe ich nur hinten die Feder ein bisschen silbergrau gemacht.
und eine komplette Alterung wird der Motor später noch kriegen. Wie ich das mache, das zeige ich euch natürlich auch. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr das machen möchtet, ja oder nein. So, jetzt muss ich natürlich mal ganz kurz gucken. So, diese Stößel werden hier oben eingesetzt. Und zwar, hier sind ja die beiden länglichen Reihen und hier vorne sind etwas kleinere. Und da kommen diese Stößel, die kommen da so hier oben rauf mit der Feder in diese Richtung. Und dann sind hier unten immer links neben den, die kommen dann von hier aus rechts neben die neben diesen komischen Hahn hier. So, das werde ich dann. Da ist kein Loch für vorgesehen. Die setzen sich einfach so rauf. So kann ich das jedenfalls aus der Bauanleitung erkennen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das so funktioniert. So, der geht jetzt dahin. Ja, so, ich zeige euch das mal. Und da werde ich ganz flott die andere machen. Also so seht ihr das. Da, die Stößel kommen an und habe aber kein Loch dafür. So, und dann werde ich mein ganz flott die Stöße da setzen. Wenn ihr übrigens klebt, haltet nicht die Klebe über das Modell. Nicht, dass da irgendwie ein Tropfen sich abseilt oder runtertropft, was ja mal bei Sekundenkleber passieren kann. Und dann versaut es euer Modell, weil da so ein alter Tropfen drauf ist. So, schön immer rechts neben den Stößeln und dann stoßen die gleich hier unten auf. Das könnt ihr so ein bisschen ausrichten, damit die Stößel auch richtig schön gerade sind. So, und hier noch einmal. So, und gleich machen wir das nochmal 12-mal. Ich glaube, das hat so ein bisschen so meine leichten Kfz-Teile. Es hat wahrscheinlich irgendwas mit den Einlass- und den Auslassventil zu tun. Deswegen sind da jetzt 12 Stößel gleich. Ob das dem so ist, weiß ich leider nicht. So genau bin ich im Kfz-Bereich nun auch nicht angeeiert. So, jetzt lassen wir es mal trocknen und jetzt schnibbel ich mir ganz fix diese Stößel hier raus. Ups. So, und dann fangen wir mal hier an. Immer schön knapp hier unter, die sind so ein bisschen leicht gewölbt, habe ich das Gefühl. Also ganz kurz darunter ansetzen und dann könnt ihr die rausmachen. Hier übrigens von den Unterschied zwischen den, die ersten Stößel haben diesen Querbalken nicht gehabt. So. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Jetzt habe ich mir diese 12 rausgetauscht und die kommen jetzt auf die andere Seite. Genau, und zwar in die großen Löcher rein. Kann man eigentlich auch nicht verwechseln, weil hier ist ein etwas längerer Satz und bei denen waren das etwas kürzere Löcher. So. Und da die beiden baugleich sind, kann euch jetzt die ersten zwei zeige ich euch und dann mache ich die letzten eben halt ganz kurz ohne euch. Aber ich zeige euch das Endergebnis. So, jetzt müsst ihr darauf aufpassen, der erste, der gesetzt wird, der kommt links von diesen kleinen roten Haaren.
Und der muss so ein bisschen hier unter diese Stange gesetzt werden. Ja, leichter gesagt als getan. So. Das ist ein bisschen fummelig, das da unterzukriegen. Aber ihr schafft das. So, und jetzt zeige ich euch den zweiten. Der geht dann jetzt hier oben drüber. Jetzt so ein bisschen kippeln, dass es da unterklippt. Habt ihr gehört? Nicht verbiegen. Und jetzt einmal wieder langsam rangehen. So sieht es jetzt aus mit den Stößeln. Und dann einmal von vorne. So, und schön scharf stellen. Genau. So, und wie gesagt, die anderen werde ich jetzt mal kurz ohne euch machen. So, jetzt geht es als nächstes mit den Treibölpumpen. Das sind diese komischen Teile. Auch da habe ich hier oben diesen Bügel oder den Schlauch, der da ist. Den habe ich silbergrau gemacht. Wie gesagt, das war auch Farbansage von Hachette damals. Bei U96. So, das wird jetzt eine kleine fummelige Angelegenheit. Und zwar, die kommen jetzt hier unten in den Schaft, in den in den Motorblock rein, werden dann hier oben rübergeführt und kommen da in das Löchlein rein. Ja, ich versuche euch jetzt mal das erste zu zeigen. Und als erstes natürlich alle Hydrostöße sind verbaut. Ja, alles schön gleichmäßig. Und seid bitte ganz vorsichtig, wenn ihr die nach oben und dort reinsetzt, dass ihr müsst denn die Stange so ein bisschen leicht nach vorne biegen. Aber das passt. Nur nicht zu weit biegen. Ihr wisst, zu weit, dann ist ab. So, jetzt versuche ich mal hier mit meiner Eckenpinzette was Rundes festzuhalten. So. Ich werde jetzt auch mal nur da unten, weiß ich jetzt gar nicht, wie soll ich die Kiste jetzt halten? So, da oben muss ich hin und da vorne bin ich durch. Also es wäre ja schön, wenn da nicht allzu viel jetzt, oder wenn es ein bisschen Luft hätte, das Löchlein. Ja, das habe ich mir fast so gedacht. Diese Spielchen machen wir jetzt noch 97 Mal. Nein, nein, nein. Ich hoffe, dass es schneller geht. So, hier wieder dazwischen und dort anlegen. So, erst einmal da hinten ins Loch rein. Das wäre ja dann schon mal rein theoretisch die halbe Miete. So, und dann halte ich den jetzt da oben fest. Und dann muss ich ihn hier unten irgendwie da reinfriemeln. Ja, so, jetzt sitzt er. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Ja, ist ein bisschen, nee, jetzt ist er hier oben wieder raus. Tag zu früh gefreut. Er muss da ins Loch rein. Dabei hatte ich ihn doch, ups, oh, jetzt bitte nicht abhauen. Also ihr seht, das ist ein bisschen fummelig. Aber bei euch klappt das natürlich bestimmt ganz toll. Ich will den ja jetzt auch nicht zu sehr rüberbiegen, dass er mir abbricht. Aber er muss da in das Loch rein. Vorhin war er drin. Aber der ist ganz schön stramm, der Hund. Na gut. Wollen wir noch mal ein bisschen Lust geben, da reinzugehen? So, jetzt ist er wieder. Also es ist ein bisschen fummelig.
Ich würde euch vorschlagen, als erstes hier oben anzusetzen und dann langsam den Bügel da runter und dann versuchen, mit der Pinzette unten reinzuführen. So, die letzten 5 mache ich jetzt ohne euch und dann zeige ich euch das Gesamtergebnis. So, ich revidiere jetzt einmal meine Bauanleitung von vorhin. Erst dort vorne den Knupsi reinmachen, also den Schlauch in das Loch und dann unten. Weil hier hinten ist auch noch ein Stift und da ist ein Stift. Und jetzt müsst ihr den so unten schräg anhalten und hier oben reinklipsen. Das heißt, ihr setzt ihn so ran, hier unten, dann führt ihr den so rüber und dann müsst ihr versuchen, mit einem Fingernagel, den ihr vielleicht nicht habt oder wie auch immer, den dort rüberführen. Denn da unten ein bisschen raufhalten, und das ist natürlich jetzt eine ganz blöde Sache, ihr müsst jetzt den irgendwie hier so festhalten. Ach, jetzt geht das wieder nicht. Vorhin hat das so schön geklappt. Das klippt denn da richtig rein in das hintere Teil, weil ihr müsst erst ganz nach unten rein. Also ich war jetzt schon mal so fast auf der Aussage, dass ich die einfach unten abgeschnitten hätte. So, habt ihr es gehört? Jetzt ist er richtig eingeklippt und dann kann ich den dort festmachen. Und da mache ich jetzt einen Tropfen Sekundenkleber ran. Dann habe ich da nämlich auch keine Maläsche mehr mit. Also, wie gesagt, habt Geduld dabei. Das ist ein bisschen fummelig. Ich zeige euch das nochmal. Habe ich auch erst später rausgekriegt. Also, hier unten ansetzen. So, ich muss mal gucken, ob man das so richtig raufkriegt. Näher kann ich leider nicht mehr ran. So, jetzt hier unten draufsetzen. Auf den Nippel. Jetzt müsst ihr den mit vorn, hinten, links, rechts und so weiter festhalten. Vorsichtig mit den Stößeln und vorsichtig Druck ausüben. Dann klippt das einmal, das habt ihr vorhin vielleicht gehört. Und dann hier den Schlauch ins Loch einführen. Und das geht dann auch ganz leicht. Wer hätte das gedacht? Hier funktioniert mal was leicht. So, hier jetzt noch einmal ansetzen. Den Pimmel darüber. So. Und immer schön festhalten, nicht, dass er uns durch die Wegen fällt. So, einmal und so, da ist er drin. Und jetzt nochmal Sekundenkleber. So, dann haben wir diese Arbeit geschafft. Der Motor ist fertig. Tolle Sache, tolle Sache. Wunderbar. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen ran. So. Stößel und Tralala und so weiter, hat er alles. Und die andere Seite, ja, meine Klammer nehme ich natürlich noch ab. So, und dann ist, glaube ich, jetzt erstmal der erste Motor erledigt. So, jetzt fehlt mir noch diese silberne Leiste, die ich anbringen muss. Und zwar kommt die so rum ran, dass ich diese, hier sind solche Schellen drauf abgebildet und zwei sind etwas länger und die anderen 5 sind etwas kürzer und da sind hier und da jeweils so ein kleiner Schlitz drinne. Da mache ich mir einen Schlitz ins Kleid. So, und bisschen Sekundenkleber. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen funktioniert. Warum ist da vorne ein Schlitz? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt da noch was ran. So, und das kommt jetzt so ein bisschen zwischen die, vor die Stößel wird das eingebracht. Das ist wahrscheinlich jetzt auch schon wieder ein bisschen kompliziert. So, da ist er unten.
ja, gehört nicht zu den einfachen Aktivitäten. Weil er klemmt sich da nämlich immer so ein bisschen fest. So, dieses Teil ist ein bisschen zu hoch. Man muss das wirklich mal sehr vorsichtig anfassen, das Modell. Mit den ganzen Stößeln. Aber diese Knupsis, die müssen da rein, ob sie wollen oder nicht. Ich will da jetzt nicht mit der großen Zange drin rumrantieren. Vorne ist er drin. Warum will er da nicht rein? Das weiß ich leider auch nicht. Jo, also das ist auch noch mal eine ganz fummelige Sache. Da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, diese komische Leiste war bei meinen Motoren nicht. So. Jetzt sollte sie... Nein, ist da wieder rausgegangen. Ja, das kennen wir ja. Vorne rein, hinten raus und so weiter, ne? Das klappt ja mit den Nachbarn. So, ich bin der Meinung, dass dieses Teil ein bisschen zu weit nach unten ist. Das kann man aber auch nicht mehr bewegen. Will ich jetzt auch nicht. So, ich halte das jetzt ganz kurz einfach fest. So, ja, nichts abgebrochen. Super, das ist also... diese kleine silbergraue Leiste. Ja, wunderbar. So. Und damit ist soweit erstmal der Motor fertig. Und damit auch Ausgabe 67. So, und jetzt geht das wieder mit 4 Wochen warten los. Aber das können wir ja. Jo, das war das schon mal wieder. 4 Ausgaben. Entschuldigt bitte, ich muss mich einmal revidieren. Das ist natürlich von 64 bis 67, nicht 66. Hätte ich ja noch eine weniger. Ja, da sind denn überall die ganzen, oder der ganze Motor ist jetzt, glaube ich, soweit fertig mit den ganzen Stößeln und Ventilpumpen und so weiter und so weiter. Wie gesagt, ich habe so ein paar kleine Details verändert, farblich verändert. Und wie gesagt, das ist nicht im Hachert-Programm vorgesehen. Ich habe mich da ein bisschen an den Farbgebungen der Bauanleitung von dem Urmodell von Hachert von U96 gehalten. Und da habe ich dann so ein bisschen die Aufwertung oder die kleinen Änderungen angebracht. Ja, wenn euch das gefallen hat, wie ich U96 baue, dann dürft ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren oder natürlich auch Mitglied werden. Da würde ich mich sehr drüber freuen. In diesem Sinne sage ich erstmal jetzt wieder Tschüss bis in 4 Wochen und ist wieder eine lange Wartezeit. Aber naja, so ist es in Partworks ja. Und bis dahin vertreibe ich mir die Zeit mit meinen anderen Modellen. Okay, ich sage dann Tschüss aus Eddys Modellwerft. Und wir sehen uns wieder in 4 Wochen. Tschüss!